So wird's gemacht. Wir treten an, um zu gewinnen die Schlacht. Alles knallt und kracht und springt sich in zwei. So führen wir die Entscheidung herbei. Unsere Welt hat schon Kämpfe gesehen. Die in die Bay-Wheels Geschichte eingehen. Let it rip, sobald dein Team zu fighten beginnt. Bay-Wheels go, nur einer gewinnt. Und immer steht viel zu viel auf dem Spiel. Es gibt Schatten und Licht, ob wir wollen oder nicht. Bay-Wheels, so wird's gemacht. Wir treten an und so gewinnen die Schlacht. Alles knallt und kracht und springt sich in zwei. So führen wir die Entscheidung herbei. Bay-Wheels. Vor langer, langer Zeit fiel einmal ein Stern vom Himmel. Die Spitzen, die beim Einschlag auf die Erde absplitterten, veränderten in den Jahrtausenden ihre Form und entwickelten sich zu den modernen Beyblades von heute. Dies ist die Geschichte eines anderen Beyblade-Typs, der sich unabhängig in diesem Prozess entwickelt hat. Dies ist die Geschichte von Beywheels. 3, 2, 1, let it run! So was Idiotisches. Red kein Blödsinn, Ryan. Das ist ein Witz. Wir sind doch schon das Team Estrella, Leute. Deswegen haben wir gegen die Dominator gekämpft, um die Beywheels-Welt zu schützen, die du mit Dream all die Jahre hindurch sorgfältig aufgebaut hast. Wie sollten wir danach wohl noch zu Dominatoren werden? Ja, Sie haben recht. Erklär uns, wie Lucy und Matthew als Leitung der Dominator bei dir arbeiten konnten. Wie konntest du das zulassen? Es ist gar nicht so überraschend, wie es euch jetzt vorkommt. Das D in Dream ist dasselbe wie in Dominator. Ich habe die beiden Gruppen für einen bestimmten Zweck gleichzeitig aufgebaut. Was? Was hast du da eben gesagt? Ich habe mich selbst in der näheren Umgebung auf die Suche nach Mitgliedern für die Dominator gemacht. Und dort, im Hauptquartier von Dream, habe ich sie in einem geheimen und speziellen Training in die Kunst des Beywheels-Kampfes einführen lassen, damit sie eines Tages das Judgment Bay-Turnier gewinnen können. Nur damit sie Judgment Bay gewinnen? Das heißt, du hast von langer Hand geplant, dass die Dominator gegen uns kämpfen würden? Ist das wirklich wahr? Natürlich. Das ist völlig richtig. Oh, was müssen wir denn hier erfahren? Wir haben uns kaum von dem spannenden Finalkampf erholt. Da gibt Dreams Vorsitzender Ryan ein schockierendes Geständnis ab. Aber ist es wahr? Sollte das Turnier nicht darüber entscheiden, wer die Kontrolle über Dream erhält? Was? Wie bitte? Das heißt, es hätte überhaupt keine Rolle gespielt, welches Team in diesem Turnier gewinnt? So, und die anderen sollen sich umsonst ins Gefecht gestürzt haben, um unsere Beywheels-Welt zu retten. Dann hätte das Turnier ja überhaupt keinen Sinn gehabt. So stimmt das nicht. Das Turnier hatte nämlich schon einen besonderen Sinn. Was macht einen wirklich starken Wheeler aus? Um das herauszufinden, habe ich die Dominator aufgebaut, die ich persönlich trainiert habe. Gegen sie wollte ich Estrella antreten lassen, Leute, die ihr Können auf der Straße gelernt haben. Und ich wollte, dass sie im Vergleich alles geben. Darum musste der Preis hoch sein. Deswegen haben wir das Ganze auch inszeniert, um euch von der Ernsthaftigkeit zu überzeugen. Um eure wahre Kraft zu sehen. Und deswegen habt ihr die Wheeler in unserer Stadt angegriffen? Ihr habt uns an der Nase herumgeführt, damit wir dem Turnier zustimmen. Und wieso habt ihr dann für die Dominator die Wahl der Arenen manipuliert? Ihr wolltet uns nur wütend machen, damit wir euch alles zeigen, was wir drauf haben. Sag mal, hast du denn von dieser Inszenierung gewusst, Odin? Nein, wirklich nicht, Odin. Natürlich haben wir davon gewusst. Deswegen wollten wir auch auf keinen Fall das Turnier verlieren. Wir sind Wheeler, die nur zu einem Zweck geschaffen wurden, um Judgment Bay zu gewinnen. Wenn wir verlieren, sind wir wertlos. Auch wenn uns die Arena einen klaren Vorteil verschafft hat. Auch wenn ich sogar meinen eigenen Bruder opfern musste. Ach, großer Bruder. Nachdem ihr nun wisst, was sie durchgemacht haben, urteilt nicht zu hart über sie. Wäre es fairer gewesen, nur euch unter Druck zu setzen? Um die Dominator so weit zu kriegen, dass sie genauso verzweifelt kämpfen, mussten wir sie im Falle einer Niederlage wissen lassen, was ihnen für Strafen drohen. Ich hoffe, dass ihr wenigstens dafür Verständnis habt. Hä? Was denn für Strafen? Das ist jetzt vorbei und vergessen.
Da wir verloren haben, ist sowieso alles vorbei. Was war ich für ein Narr, dass ich dir vertraut habe, Odin? Wenn du nicht darauf bestanden hättest, in einer normalen Arena zu kämpfen, wäre das alles erst gar nicht passiert. Also wie willst du uns jetzt dein Versagen erklären, Freundchen? Odin, aber wieso? Sieht so aus, als ob euer Einsatz so einiges bewirkt haben muss. Odins Stolz ist getroffen worden. Und ihr habt mein Interesse an noch ganz anderen Sachen geweckt. Allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass sie verloren haben. Ach, nein, bitte vergebt mir. Es ist Odins Schuld, dass wir verloren haben. Ach, Jake, was hat er bloß? Das ist verrückt. Ich kapiere es einfach nicht, Ryan. Wieso solltest du mit so etwas zu tun haben? Ich wollte die Zusammenhänge besser verstehen. Koste es, was es wolle. Verstehst du? Die Dominator wurden unter kontrollierten Bedingungen gezüchtet, so ähnlich wie Versuchstiere in einem Labor. Im Gegensatz dazu habt ihr euch in einer freien Umgebung entwickelt, als der Baywheels-Boom des Taction City erobert hat. Ihr seid natürliche Wheeler. Die stärksten Wheeler aus meinem Labor treten gegen die stärksten Straßenwheeler an. Ich wollte wissen, was würde passieren, wenn sie mit voller Wucht aufeinandertreffen. Und um das herauszufinden, habe ich das Experiment Judgment Bay gestartet. Oh, ein Experiment? Was? Wir haben alles dafür gegeben. Wie konntest du uns nur so missbrauchen? Die Ergebnisse haben meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Egal mit welchen Schwierigkeiten ihr zu kämpfen hattet, ihr habt nie aufgegeben und bis zum bitteren Ende gekämpft. Doch nicht nur das. Ihr wart sogar in der Lage, Odins unglaubliche Kräfte zu besiegen. Und dann habt ihr gewonnen. Ihr habt mich wirklich sehr beeindruckt. Ich gebe unumwunden zu, ihr seid die stärksten Wheeler. Ihr könnt stolz darauf sein, denn die stärkste Wheeler-Armee, von der ich je geträumt habe, steht direkt vor mir. Was heißt, die Armee steht direkt vor mir? Das verstehe ich nicht. So kann man mit Menschen einfach nicht umgehen. Ganz genau. Und dann gibt es noch etwas, das mir nicht in den Kopf gehen will. Und wenn wir die Stärksten wären, was hat das mit dir zu tun? Sho hat recht. Was ist denn jetzt eigentlich bei deinen Versuchen mit uns Wheelern rausgekommen? Ha, das ist eine gute Frage. Der wahre Plan beginnt jetzt. Irgendwo auf der Erde gibt es einen unterschiedlichen Bay-Typ, von dem wir noch nichts wissen. Was? Wie bitte? Ein anderer Typ von Bay, von dem wir noch gar nichts wissen? Ihr erinnert euch bestimmt, dass Ryan selbst einmal ein genialer Wheeler gewesen ist. Aber damals habe ich noch viel mehr gewollt. Meine Stärke hat mir dabei nur Unglück gebracht. Ich konnte niemanden finden, der mir ebenbürtig war. Deswegen fühlte sich mein Herz so leer wie Odins an. Wo konnte ich Gegner finden, die stärker waren und die mir etwas bedeutet hätten? Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, begann ich, mich mit der Geschichte der Bays auseinanderzusetzen. Ich studierte ihre Konstruktionen und Fähigkeiten. Und dann, eines Tages... hatte ich es. Ich hatte einen alten Text gefunden, der vom Ursprung der Bays berichtete. Oh, vom Ursprung der Bays? Irgendwann ist mal ein Stern vom Himmel gefallen. Bays stammen aus einem Sternenfragment, das einmal auf der Erde einschlug. Durch die Jahrhunderte haben sie ihre Form verändert, bis sie zu dem geworden sind, was sie jetzt sind. Das stand in diesem Text geschrieben. Ein Sternenfragment? Und davon sollen wirklich unsere Bays abstammen? Und ich stellte fest, dass Baywheels nur eine der endgültigen Formen sind, die sich in diesem Prozess entwickelt haben. Ja, es gibt nämlich noch mehr. Es haben sich auch noch andere Formen entwickelt. Unsere Bays sollen wirklich nur eine dieser endgültigen Formen sein? Es ist eine unglaubliche Entdeckung gewesen. Danach setzte ich meine unabhängige Forschung fort. Am
Ende kam ich zu dem Tor, das in die Welt führt, in der es den anderen Typ von Bay gibt. Ein unbekannter Bay, eine unbekannte Welt. Was für Gegner und Kämpfe würden mich dort wohl erwarten? Schon bei dem Gedanken daran fing mein Herz an zu klopfen. Allerdings... Die neue Welt der Bays liegt hier direkt vor mir. Ich würde der einzige Pionier des neuen Zeitalters sein. Danach wurde mir klar, dass ich das Tor nur unter ganz bestimmten Bedingungen öffnen würde. Ich habe mir damals diese Verletzung an meiner Hand zugezogen, die mich kampfunfähig gemacht hat. Ausgerechnet in dem Augenblick, als ich mir neue Hoffnung machen durfte, wurde meine Karriere als Wheeler beendet. Könnt ihr meine Trauer und meine Frustration darüber verstehen? Und meine Wut? Wie furchtbar. Aber auch davon ließ sich mein Herz nicht abbringen. Ich habe mich entschlossen, wenn ich schon selbst keinen Launcher halten konnte, einen neuen Wheeler zu finden, der meinen Platz einnehmen sollte. Und so habe ich Dream geschaffen und damit die Popularität von Baywheels verbreitet. Gleichzeitig habe ich in ganz Destruction City nach vielversprechenden Wheelern Ausschau gehalten. Ich wollte, dass die Dominator ein geeigneter Gegner für die stärksten Straßenwheeler würden, um sie in einem Kampf aufeinander loszulassen. Heißt das etwa, dass du die ganze Zeit nur für Judgment Bay gearbeitet hast? Du bist ganz schön hartnäckig. Und jetzt habt ihr den Sieg für euch entschieden. Als die stärksten Wheeler habt ihr nun einen Anspruch darauf, das Tor zur Welt des anderen Bay-Typs zu durchschreiten, Leute. Wir hätten was? Das ist nicht fair, kommt nicht in Frage. Sollen wir ihm diese Geschichte wirklich abnehmen? Er hat jedenfalls bisher keine Beweise. Aber wenn's wahr wäre, wäre das der absolute Hammer. Ja, Bays, von denen wir nichts wissen. Eine Welt, von der wir nichts wissen. Wenn ich mir nur vorstelle, was da an neuen Kämpfen auf uns zukommen würde. Ich muss zugeben, das würde mich vom Hocker hauen. Dann zögere nicht. Also, beschreiten wir die neue Welt der Bays zusammen. Huh? Ryan... Und jetzt setzen wir unsere Base ein, um die Macht über die Base der neuen Welt zu gewinnen. Die Macht? Die Macht worüber? Ist es nicht normal, dass die Starken die Schwachen beherrschen? So läuft das doch. Ach, Ryan, das darfst du nicht. Du willst, dass wir in der anderen Welt dasselbe machen, was die Dominator hier gemacht haben? Was hast du denn erwartet? Ich hab euch doch gesagt, dass ihr ab heute Dominator seid, oder? Deswegen fällt euch selbstverständlich auch diese Aufgabe zu. Das soll ja wohl ein Witz sein. Sowas Idiotisches kommt für uns nicht in Frage. Ja, ich bin völlig Leons Meinung. Klar interessieren uns die Bays aus der anderen Welt, die sich von unseren unterscheiden. Aber wir haben nicht vor, sie zu bekämpfen. Wir wollen neue Freunde in dieser unbekannten Welt finden. So ticken wir. Hä? Ich verstehe dich nicht. Was soll denn dabei Gescheites rauskommen? Siege sind für Bays die Hauptsache. Mit Freunden Baywheelen würde meinem Herzen überhaupt nichts bringen. Das liegt ja wohl auf der Hand. Was sagst du da? Ihr müsst mir doch recht geben. Wenn man nur so aus Spaß kämpft, um später einmal Freunde zu werden, setzt so ein Bay-Kampf unter Feinden doch viel mehr Energie frei. Wenn wir so kämpfen, könnten wir gleich ein zweites Judgment Bay-Turnier durchführen. Es geht um alles oder nichts. Ein verbissenes Gefecht. Bei dem alles auf dem Spiel steht, würde unbekannte Blader und unbekannte Bays zusammenführen. Tönt euch das nicht an? Nichts könnte mehr Spaß machen. Ryan.
Du bist verrückt. Tja, vielleicht ging das ja alles etwas zu schnell für euch. Deswegen kann ich verstehen, dass ihr jetzt verwirrt seid. Ich gebe euch etwas Zeit, damit ihr darüber nachdenken könnt. Natürlich nicht zu viel Zeit. Dummerweise ist morgen Mittag die letzte Gelegenheit, dass sich das Tor zur anderen Welt öffnet. Wenn wir das verpassen, werden wir leider sehr lange auf die nächste Gelegenheit warten müssen. Tut mir leid, aber könntet ihr euch schnell entscheiden? Was willst du machen, wenn wir uns weigern? In dem Fall hätte ich keine Wahl. Dann würde auf Odin und die anderen ein bisschen mehr Arbeit zukommen. Ja, ehrlich? Im Ernst? Obwohl ich nicht glaube, dass ihr mein Angebot ablehnen werdet. Jeder Wheeler, der alles für einen guten Bay-Kampf gibt, wird eine solche Gelegenheit nicht vorbeistreichen lassen. Ich erwarte euch im Dream-Hauptquartier. Also dann, bis morgen. Ah, hey! Wartet auf mich! Gehen wir, Gigante. Okay. Heute folgt eine Überraschung der nächsten. Wer hätte am Ende von Judgment Bay einen solchen Ausgang erwartet? Wir wollen natürlich wissen, wie sich unser Team Estrella entscheiden wird. Morgen werden wir mehr wissen. Ehrlich, Leute, ich kann das immer noch nicht fassen. Wenn ihr mich fragt, ich finde, dass Ryan nicht mehr ganz dicht ist. Was geht nur in seinem Kopf vor? Als wäre ein Sieg alles. Ryan hat sich auf alle Fälle ganz gewaltig verändert. Das kann man nicht mehr nur als Leidenschaft für Base bezeichnen. Ryan ist davon besessen, um jeden Preis zu gewinnen. Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Und? Was machen wir jetzt, Joe? Base sind dafür geschaffen, dass sie uns in einem freien Kampf ohne Bedingungen Spaß bringen. Ganz bestimmt sind sie nicht dazu da, jemand anderen seinem Willen zu unterwerfen. Ganz genau! Jeder soll frei wheelen können! Deswegen haben wir gegen die Dominator gekämpft, um die Freiheit der Wheeler zu beschützen. Warum sollten wir plötzlich das Gegenteil von dem tun, was wir bisher getan haben? Das wäre doch bescheuert! Wir lehnen das Angebot ab! Aber selbst wenn wir ablehnen, zieht Ryan das Ding trotzdem durch. Er wird mit seinen Dominatoren in der anderen Welt Angst und Schrecken verbreiten, genauso wie er es hier in Destruction City gemacht hat. Wenn das wahr ist, was sollen wir denn eurer Meinung nach tun? Das gibt's doch gar nicht. Was meinst du denn, was wir hier gerade herausfinden wollen? Schrei mich nicht an, ja? Mein Leon hat nicht geschrien! Nicole, komm wieder runter. Ich kann nur das ist alles. Base, die wir alle noch nicht einmal gesehen haben. Eine unbekannte